So, hallo und herzlich willkommen zurück, genau, zur Folge 2 von Oddworld Apes Odyssey New and Tasty. Wir waren ja zuletzt hier und haben gespeichert. Für euch ist es ein Tag her, für mich 3 Sekunden. So, wir gucken mal, was haben wir denn hier für Tipps wieder? Wir schauen mal schnell. Tippe B, um dich zu ducken. Drücke dann links, rechts oder so eine Scheiße. Ja, da steht es auch links und rechts, um zu rollen. Cool. Der Gestank brennendes Fleisches in seiner Nase. Hä, das habe ich jetzt gerade nicht gerafft. Egal. So, hier haben wir zumindest einen Kollegen. Ich glaube, ich kann mich, wenn ich mich hier rolle, relativ schnell und unbemerkt weiter bewegen. Wunderbar. Hier kann ich mich auch hinter dampfenden... Oder hinter Rauch verstecken. Aha. Hier ist so ein Kollege. Alles klar. Ich werde mich dann, glaube ich, gleich in den nächsten... in die nächste Rauchschwade bewegen. Oh. Das ist anscheinend dann doch zu laut. Keine Sorge, ich bin ja hier. Keiner gesehen. Wunderbar. Ich muss leise sein. Ich kann ja gleich ein Stück schleichen. Mache ich auf jeden Fall. Hier sieht man mal, so schnell kann es gehen manchmal. Ah, jetzt bin ich zu laut aufgestanden. Ich wollte eigentlich schleichen, aber ich habe nicht richtig gesehen, wo es war. Ja, ja, ja. Komm. Komm, wir rollen hier mal ganz schnell durch. So, haben wir's. Meine Güte, jetzt bin ich echt doch öfters gestorben, als ich eigentlich wollte. Ich bin nicht sicher, ob ich hier auch stehen kann. So, hier haben wir jetzt unser unsere Schleichgeschichten. Ich glaube, ich werde mich hier auch drin verstecken erstmal. Oh, Gott sei Dank. Da habe ich aber ganz krass Glück gehabt. Ich hätte auch sterben können. Ein, zwei Schüsse habe ich abbekommen. So. Ja, die Steuerung habe ich jetzt noch nicht so ganz raus, muss ich ehrlich sagen. Ich muss mich da echt noch ein bisschen eingewöhnen. So, hier erstmal ist ein Checkpoint. Hm. Okay. Ich guck mal, ob der mir hier folgt hier runter. Ah, wunderbar. Genau, warte, dann werden wir uns noch den Typen hier schnappen. So. Dann schicke ich euch beide schon mal in die Freiheit. Bam, bam. Bitteschön. Ich glaube, ich sollte auch noch mal gucken. Ich glaube, den kann ich eventuell mit meinem Zauber erstmal davon abhalten, nicht gleich abzuschießen, beziehungsweise meinen Kollegen. Weil ich denke, wenn ich hier meinen Mudokun-Kollegen mitnehme, dann wird er wahrscheinlich abgeschossen. Da muss man immer Acht geben, damit man da am besten keinen von seinen Kollegen verliert. So, bitteschön, spring da mal ins Glück. Vielen Dank. So. Funktioniert ja alles bis jetzt einwandfrei. Ah, hier haben wir eine Mine, indem ich zum richtigen Zeitpunkt da drauf drücke, werde ich die deaktivieren können. Das ist bei diesem grünen Leuchten. Oh. Hat ja wunderbar geklappt. Komm, ich werde das erstmal... Alter, wie soll man das denn schaffen? Lol. Okay. Wir haben ja glücklicherweise hier einen Checkpoint. Ist auch gut gesetzt. Sonst hätten wir echt Probleme. Ah, wunderbar. Alles klar. Komm, dann nehmen wir... Ich guck mal ganz kurz hier ganz vorsichtig mal entlang, ob wir hier noch irgendwas haben. Hier haben wir noch einen Checkpoint. Nutzen wir den mal? Hm. Ach, ich muss hier springen und dann zum nächsten Punkt. Okay, alles klar. Nee, dann nehmen wir erstmal unsere Kollegen hier mit. So. Du kommst auch mit. Let's go. Oh cool, hier haben wir auch den Checkpoint jetzt aktiviert.
Hey there. Nein, ich will die andere. Hold up. Okay. Everybody. How's it hanging? Follow me. Alles klar, komm jetzt. So, hier haben wir drei Kollegen. Ah, genau, den nehmen wir auch noch mit. Hey there. Oh, hey. Follow me. I needed a break. Komm jetzt. So. Hier haben wir vier Stück. Ich will nicht zu weit laufen, weil dem geht's ja wieder. Hey, Chum. Follow me. Okay. Wir haben ja sogar fünf. I got it. Geile Sache. Wartet hier mal schön. Ich chante mal hier den Typen weg. Playtime is over, sagen sie. Alle im Chor. Bumm. So. So. Hi. Ach, ich finde diese Modokons echt cool. So. Kommt alle mit. Wir werden euch jetzt mal in die Freiheit schicken. Bei uns. Thank you, Abe, haben sie gesagt. Ach, ich krieg sogar Heilung, wenn ich hier welche verschicke. Oder in die Freiheit geleite. So, ich hätte jetzt gerne einen Checkpoint. Geil, der ist wieder aktiv. Wunderbar. Dann werden wir uns jetzt hier mal zur nächsten Passage begeben. Ich schleiche mal, falls hier irgendwas Böses auf mich warten sollte. Batz, da haben wir mal schnell reagiert. Machen wir das mal aus hier. Das mache ich auch mal eben aus, damit wir hier nicht aus Versehen erwischt werden. Ich schleiche hier auch mal wieder kurz vorbei und guck mal, was wir hier so haben. Ah, hier fliegt Fleisch runter. Das wird dann zerkleinert und weiß ich auch nicht. Okay, gut, dann haben wir hier erstmal nur einen Job zu erledigen und das wäre, den in die Freiheit zu geleiten. Bitteschön. So, ich springe nochmal ganz kurz hoch und lauf zum Checkpoint, hier den. So. Damit wir den nicht gleich nochmal wir sterben befreien müssen. So, und jetzt laufe ich hier mal durch und hab's auf Anhieb geschafft. So. Das auch. Hier haben wir auch einen Checkpoint. Ach, wunderbar. Hätten wir gar nicht zurücklaufen müssen. Cool. Ausbrecher haben wir jetzt schon 15. 0 Opfer. Wunderbar, würde ich sagen. Ja, das wird nicht so bleiben, denke ich. Hier kommen wir ja locker drüber. Das funktioniert. Huch, was passiert denn, wenn ich das hier mache? Achso. Ja, was hat das denn jetzt gebracht? Ach so, das macht das eine halt langsamer oder schneller. Okay, Moment. Ich schaue ja erstmal, was hier passiert. Ich will hier niemanden umbringen. Ah, da hinten haben wir den. Wir könnten den natürlich anlocken und dann einfach da hochspringen, dann haben wir den zumindest. Komm. Yo, yo, yo. Komm her, wir kriegen dich. Ja, komm, du gehst jetzt hier einfach rein und bam, zerfleisch dich einfach mal. Thank you, sir. So, ich denke, wenn ich hier den Schalter betätige, wird hier was auf diesen Kollegen fallen. Ich bin mir da zwar nicht sicher, aber ich denke es mal. So, hier werden wir uns nochmal ganz vorsichtig weiter umschauen und gucken, ob es hier irgendwas gibt. Egal. So, 1, 2, 3 Leute können wir uns hier schon mal besorgen. So, wir nehmen dich mal mit. So, und ab ins Freie. Danke, Sir. So, was kann das denn? Wahrscheinlich macht das die Tür auf. So. So, jetzt lass mich mal eben kurz die Geschichte hier testen. Jo, war irgendwie klar, dass das passiert. Also hier habe ich die Angst, dass ich
die nicht befreien kann. Also, dass die hier getroffen werden. So, follow me, muss ich sagen. Oh, das hat geklappt. Wunderbar. Let's go, liebe Leute. Ab in die Freiheit. So. Ich hätte jetzt aber gerne, ich werde jetzt gleich mal kurz durchgehen, nochmal einen Checkpoint, damit ich die erstmal absichere. Falls mir da gleich irgendwie was passieren sollte. Moment, da warte ich noch ab. Ab durch die Hecke, würde ich schon fast sagen. Hier haben wir keinen Checkpoint mehr. Achso, aber wir haben auch hier auch keine weiteren Kollegen. Ja, wo gehen wir hin? Nach oben? Hier können wir natürlich auch nach oben gehen, denke ich. Ich drücke mal hier auf X. Genau, dann werden wir hier nach oben geleitet. Ah, ne, nach unten. Ja gut. Hätte ja auch in die andere Richtung gehen können. Also ich finde das Coole hier, wer das Original gespielt hat, der ist mit ganz vielen Ladezeiten konfrontiert worden. Hier ist das was anderes. Hier läuft das alles ein bisschen flüssiger, aber ist auch klar, das Spiel ist ja auch in irgendeiner Form moderner. So, da irgendwas schläft da. Ich gehe jetzt mal eben kurz die andere Richtung und schleiche hier nochmal ein bisschen weiter. Verarbeitungszentrum, das ist auf jeden Fall die Richtung, die wir jetzt hier gerade einschlagen. Da geht es zum Verarbeitungszentrum, aber hier kommen wir immer noch nicht weiter. So, da hinten haben wir auf jeden Fall Schlafsymbole, Schlafzeichen oder Anzeichen von einem schlafenden Wesen gesehen. Genau da oben befindet es sich. Schaden können wir nicht, dafür sorgt dieses eine Teil. 20 konnten wir bis jetzt retten. Ich werde hier weiter mal noch ein bisschen vorbeischleichen. Was kann das denn? Ach so. Alles klar. Boom, das sieht so aus, als wenn wir da drauf drücken, dass wir dann sterben. Nee. Damals konnte man, ach genau, konnte man sich hier hochziehen. Man kann sich wahrscheinlich, nee, runterziehen kann man sich nicht. Alles klar. Na komm. Ziehen wir uns mal hoch. Ich will nicht zu weit. Ich habe nämlich ein bisschen ein bisschen Respekt vor dem Teil. Aha, hier haben wir Minen. Hier haben wir weiterhin erstmal nichts und ein Checkpoint. Ah, wunderbar. Das gefällt mir sehr. Ja, Moment, was machen wir denn jetzt? Jetzt fahren wir uns erstmal wieder weiter runter. Ne, wir können ja erstmal, glaube ich, nichts machen. Gut. Lassen wir das mal und wir drücken mal hier gleich drauf, um mal zu gucken, was passiert. Ach so. 5 Stück habe ich jetzt. Ach so, da kommen Granaten raus oder sowas. Okay, verstehe. Dann kann ich die wahrscheinlich werfen jetzt. Fahre ich mal da hoch. So, und... Wie werfe ich die denn? Ach so, okay. Na, es hat doch nicht ganz funktioniert. Oh, jetzt habe ich mich selbst umgebracht. Ja, wunderbar. Ich komme da an der schlechten Stelle wieder. Der Klappen ist was anderes. Das klappt noch nicht so wirklich. Aber ich frage mich auch, was das hier bringt, hier, wenn ich hier bin. Na, X. Danke. Ich gehe nochmal runter. So. Dann schauen wir mal. Hier unten ist gleich nochmal neue Bomben. Man muss echt manchmal... Also, da ist doch die X-Taste. Bitte gib mir doch mal eine Bombe. Vielen Dank. Kann ich noch mehr nehmen als diese 5? Ne, alles klar. Okay. Dann können wir auch erstmal versuchen, den Kollegen hier zu töten. Wir gehen hier mal ein bisschen näher ran. Oh. Ah, sieh einer an. Ich muss erstmal zielen. Ach komm, ich kann den auch vielleicht einfach so nehmen.
Oh, das ist zu weit weg. Ja, anscheinend schon. Moment, ich muss hier nochmal zielen. Geil. So, das gleiche Spiel machen wir jetzt hier. Wir stellen uns einfach mal ein bisschen näher ran. Wunderbar. So, liebe Freunde, ich sehe gerade die Zeit, die drängt. Und das bedeutet für euch, die Folge ist leider wieder zu Ende. Ich werde natürlich ein bisschen weiterspielen, aber das werdet ihr erst leider im nächsten Part sehen, in Part 3. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Ich hatte es auf jeden Fall. Wir kommen auf jeden Fall voran. 20 von unseren Modokon-Kollegen konnten wir retten. Und mal gucken, was wir in der nächsten Zeit auch nochmal schaffen. Ob wir noch mehr retten können oder vielleicht, ob wir auch welche verlieren. Das werden wir sehen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Bis dann. Tschüss.